Hallo und herzlich willkommen zu meinem Q&A über den Freilernerfilm von mir. Ich werde auf zwei Kommentare aus der Community eingehen und dann am Ende aber auch nochmal auf einen offenen Brief reagieren von Steffi Weisgerber. Steffi, eine meiner Protagonistinnen aus dem Film, hat einen offenen Brief geschrieben, den unter anderem bei YouTube und Facebook veröffentlicht und kritisiert vieles von dem, was ich da gemacht habe. Und darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Fangen wir aber an mit einem Kommentar von Lea Küpper. Lea Küpper fragt sich, wie sich wohl der Eintritt ins Berufsleben für freilernende Kinder gestalten wird. Die würden ja nicht über entsprechende Zertifikate verfügen. Gibt es da einen anerkannten Übergang? Also einen anerkannten Übergang gibt es nicht. Es gibt allerdings Hilfsangebote tatsächlich. Es gibt zum Beispiel ein Institut, was Freilernerkinder dabei unterstützt, staatliche Abschlüsse zu machen. Also die werden dann begleitet, die kriegen dann sowas wie ja, eine Vorbereitung auf zum Beispiel den Realschulabschluss oder auch das Abitur. Diese Angebote gibt es, aber wie man zum Beispiel am Fall von Familie Reichert sieht, braucht es das gar nicht immer, ne? Familie Reichert, alle drei Kinder haben sich ja selbstständig aufs Abitur vorbereitet und das Abitur extern abgelegt. Das ist möglich. Also man braucht eben nur die Realschulabschluss und dann kann man extern in Deutschland, in jedem Bundesland, soweit ich weiß, Abitur ablegen, ohne zur Schule gegangen zu sein. Das geht. Sind ein bisschen andere Prüfungsaufgaben dann zum Teil. Aber das ist absolut möglich und Familie Reichert hat gezeigt, dass es geht. Bei Lumi und Mel, bei Familie Weisgerber, ist es noch ein bisschen früh zu beurteilen, ob die das überhaupt möchten. Ne? Steffi möchte das ihren Kindern freistellen. Wenn die Lust drauf haben, dann sollen sie es machen können. Aber wie da der Übergang ablaufen wird, ja, dafür ist es noch ein bisschen früh bei 5- und 7-Jährigen. Fritz zu End fragt, warum wir nicht eine Kinderpsychologin oder ähnliche Person in den Film gepackt haben, also warum wir nicht noch jemanden Experten oder eine Expertin quasi befragt haben. Also zum einen, wir haben beim Y-Kollektiv immer so ein bisschen so eine nicht Expertenphobie, aber es ist kein Mittel, was wir so häufig einsetzen, wie es in anderen Dokus der Fall ist, weil, also da spreche ich jetzt für mich und nicht für alle im Y-Kollektiv, das für mich auch immer so eine manchmal so eine Fake-Objektivierung ist. Also dann setzt man jemanden Experten vor, der dann etwas belegen soll, was man selber eigentlich irgendwie von sich ausgehend irgendwie verargumentieren könnte. Und in dem konkreten Fall jetzt, warum keine Psychologin oder einen Psychologen, wäre absolut eine Möglichkeit gewesen. Zum einen sehe ich das aber, ja, weiß nicht, wie hilfreich das gewesen wäre, weil so eine Psychologin oder ein Psychologe, der wird sich nicht zu einem konkreten Fall äußern. Das machen die nicht, wenn sie seriös sind. Dafür müssten sie Familien erst selbst kennenlernen. Und da so allgemein ein Urteil über Freilernen oder auch Erziehung abzugeben, das halte ich für schwierig, weil das etwas sehr Individuelles ist, weil es sehr viele verschiedene Konzepte auch unter Freilernern oder Homeschoolern gibt. Und ja, weil das sehr davon abhängt, wie das Verhältnis von Kindern zu Eltern ist, wie sind die Eltern selber drauf. Und da weiß ich nicht, was so ein Kinderpsychologe oder eine Kinderpsychologin da noch hätte beitragen können. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, dass ich weder bei Familie Reichert noch bei Familie Weisgerber das Bedürfnis hatte, da jetzt nochmal auch einen Psychologen hinzuzuziehen. Ich finde, dass alle Kinder bei ihren Eltern gut aufgehoben sind, dass es liebende Eltern sind. Und unabhängig jetzt von den Erziehungskonzepten, da jetzt ich nicht glaube, dass, dass sie irgendwie psychologisch nochmal beurteilt werden müssen. Das ist meine Perspektive darauf und deshalb habe ich so einen Expertin oder so eine Expertin nicht mit in den Film genommen. So, das waren die beiden Fragen aus der Community. Ich möchte jetzt nochmal auf den vorhin schon erwähnten offenen Brief von Steffi Weisgerber eingehen und da auf drei Punkte. Sie hat viele Sachen kritisiert und mir auch einige Sachen vorgeworfen. Ich kann nicht auf alles eingehen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber eine Sache, die Steffi kritisiert, ist, dass wir etwas wohl bewusst herausgelassen hätten. Es war so, dass am zweiten Tag, wo wir mit Familie Weisgerber gedreht haben, noch eine weitere Familie, eine befreundete Freilernerfamilie Weisgerbers besucht hat und die haben einen Sohn. Und der Sohn hat uns befreundet mit Lomi und Mel von Familie Weisgerber und die haben zusammen gespielt. Und Steffi wirft mir jetzt in diesem offenen Brief vor, dass man dadurch hätte zeigen können, dass ihre Kinder nicht so sozial isoliert sind, wie ich das darstellen würde.
Zwei Sachen. Warum habe ich diese Familie nicht mit reingenommen, diese andere Freiländerfamilie, die Familie Weisgerber besucht, die habe ich nicht mit reingenommen, nicht um irgendeine These von mir zu stützen, sondern ganz einfach, weil die nicht mehr in den Film gepasst hätten. Das wäre viel zu umfangreich gewesen, wenn ich jetzt noch eine dritte Familie eingeführt hätte ganz am Ende und deren Geschichte nochmal hätte erzählen müssen. Es hätte den Rahmen gesprengt, deswegen habe ich das nicht gemacht. Und das stimmt, Lomi und Mel haben dann mit dem Freund, mit dem Kind dieser anderen Familie gespielt. Das hätte man zeigen können, durchaus, absolut. Ich glaube aber nicht, dass das den Eindruck, den manche in den Kommentaren haben, irgendwie groß verändert hätte, weil die drei, als wir da waren und noch gedreht haben, ausschließlich Minecraft gespielt haben an den Tablets für gute 2 Stunden, bevor wir abgereist sind. Und ich glaube, es hätte den Eindruck verstärkt von manchen zu sagen, ach, guck mal hier, da zocken die Kinder doch nur, statt irgendwie rauszugehen. Sind bestimmt dann auch rausgegangen abends, hätten wir aber nicht mehr filmen können, waren wir schon weg. Das zum einen, und zum anderen will ich auch nochmal sagen, dass ich nicht vermitteln wollte oder auch so, glaube ich, konkret gesagt habe, dass Lomi und Mel, die Kinder von Familie Weisgerber, von Steffi Weisgerber, komplett sozial isoliert sind. Das wollte ich nicht vermitteln und tue ich, glaube ich, auch nicht in meinem Off-Text, den ich spreche. Was ich aber sage, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie eben dadurch, dass sie nicht in die Schule oder Kita gehen, weniger Kontakt zu Kindern haben als eben Schul- oder Kita-Kinder und sehr viel mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen, als es normale, also nicht normale, sondern als es normale Schulkinder tun würden. Und Steffi sagt auch da nochmal in dem offenen Brief, nein, Lomi hat ganz viele Freunde und das würde so nicht stimmen, dass sie irgendwie sozial isoliert sei. Gut, das will ich ja auch nochmal wiedergeben. Und wie gesagt, ich wollte auch nie sagen, dass die Kinder überhaupt gar keinen Kontakt zu anderen Kindern haben oder so. Den Eindruck wollte ich nicht erwecken. Aber wobei ich bleibe, ist, dass ich schon glaube, dass Schulkinder, die jeden Tag 6-8 Stunden zum Teil eben mit anderen Kindern verbringen, schon mehr Kontakt haben als Freiländerkinder, wo das immer wieder organisiert werden muss, wo es nicht diese Routinen gibt und wo man eben nicht von Montag bis Freitag wie bei Schulkindern oder auch bei Kita-Kindern diesen festen Rahmen hat, wo sie auf andere Kinder treffen. Ja, und als zweites kritisiert Steffi meine Einschätzung, dass 6 Tage nicht ausreichen würden aus meiner Perspektive, um Lomi wirklich zu vermitteln, ob Schule etwas ist für sie oder nicht. Steffi sagt, doch, das hätte gereicht, beschreibt auch nochmal in diesem offenen Brief, was passiert ist an dem 6. Tag, als Lomi nicht mehr in die Schule wollte. Da wollte sie nicht mehr aus dem Bett, hat geweint, hat sich auch von ihrer Mutter nicht anziehen lassen und gesagt, es sei jetzt nicht so schön gewesen in der Schule, wie sie sich das vorgestellt hat. Und daraufhin hat man dann eben entschlossen, dass Lomi nicht mehr in die Schule muss. Absolut, das ist die Entscheidung, die Familie Weisgerber trifft und die will ich auch gar nicht irgendwie kritisieren. Was ich bloß anbringe im Film ist eben meine Einschätzung, dass das vielleicht trotzdem nicht reicht, diese 6 Tage. Ich kenne Fälle von Grundschulkindern, die Wochen, manchmal Monate gebraucht haben, um sich zurechtzufinden in so einer Grundschule. Aber sobald sie das geschafft haben, war das oder ist das eben ein toller Ort für diese Kinder. Und das wollte ich nur anbringen, dass ich glaube, dass man vielleicht eben dann doch noch ein paar Wochen mehr braucht, um das wirklich dem Kind zu vermitteln. Gerade bei Lomi, die ja zum Beispiel auch nicht in die Kita gegangen ist, also so diese Fremdbetreuung so gar nicht kennt, glaube ich schon, dass das sehr überfordernd sein kann am Anfang. Und da zweifle ich eben, ob 6 Tage ausreichend sind. Steffi sagt aber, nein, das hätte sich wohl so auch nicht verändert nach mehr Tagen. Und gut, da kommen wir eben zu einer unterschiedlichen Einschätzung. Und als drittes kritisiert Steffi auch noch, wie wir Familie Reichert und ihre Familie gegenüberstellen in dem Film. Ich will auch nochmal klar machen, wie ich das angelegt habe. Mein Ziel war es, 2 Familien zu zeigen, und zwar eine Familie mit jüngeren Kindern, eben Familie Weisgerber mit Grundschul- oder Kita-Kindern und dann Familie Reichert mit schon jungen, erwachsenen Kindern, die die Schule hinter sich gelassen haben. Das war mein Ansinn und deswegen habe ich diese 2 Familien ausgewählt und ich wollte da in keinem Fall Erziehungskonzepte oder irgendwie die Art und Weise, wie die Mütter sind, also Steffi Weisgerber und Gabi Reichert, das wollte ich nicht gegenüberstellen, sondern ich wollte nur zeigen, seht her, da gibt es Freilerner, die sind jung und seht her, da sind Freilerner, die sind älter
Und wie sehen ältere Freilerner auf diese Zeit zurück? Und wie gehen junge Freilerner, also Grundschulkinder, damit um? Was aber natürlich passiert, und das will ich auch gerne einräumen, ist, dass man natürlich in dieser Gegenüberstellung eben nicht nur vergleicht irgendwie das Alter der Kinder, sondern auch, wie verhalten sich die Protagonistinnen mir gegenüber. Und da entsteht, glaube ich, eben ja ein unterschiedlicher Eindruck bei Familie Reichert und bei Familie Weisgerber. Das lässt sich auch nicht verhindern, wenn ich da zwei Familien habe. Aber ich wollte sie nicht gegenüberstellen, um eben irgendwie, wie gesagt, Erziehungskonzepte zu vergleichen. Aber dass das ein Stück weit passiert, ja, das muss ich einräumen. Und wie gesagt, war aber eigentlich eben nicht so angelegt, sondern das Ziel war eben zu zeigen, seht mal her, frei lernen kann dazu führen, dass die Kinder trotzdem Abitur machen und dass die Kinder trotzdem studieren. Und deswegen habe ich Familie Reichert mit reingebracht. Und deshalb zeige ich die Familie und nicht, um irgendwie einen Vergleich anzustellen, was bei der einen Familie gut läuft und was bei der anderen schlecht läuft. Genau, das sind meine Einlassungen sowohl zu dem offenen Brief von Steffi Weisgerber als auch zu zwei Kommentaren aus der Community. Ja, dann sage ich mal, bis bald, ne?